Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb mit Jahrheizung LP. Im letzten Run haben wir... Im letzten Run haben wir mit Isaac besiegt und den D20 freigeschaltet. Und heute starten wir mit Cain, meinem Lieblingscharakter. Allein schon wegen dem Lucky Foot und dem Schlüssel, den wir am Anfang haben. Nicht zu wenig HP und wir sind schön schnell. Ja, unser Ziel heute ist es, Isaac zu besiegen mit Cain. Oh Gott, ich krieg die Flammen nicht kaputt. Mein primäres Ziel ist es, ein Damage abzufinden. Wop, eine Bombe. Schön. Und hier ist mein primäres Ziel, diesen Spinnenkörper zu besiegen. Was mir letztens aufgefallen ist, was ich noch gar nicht im Let's Play habe, welches Achievement, ist das Achievement Basement Boy. Was man kriegt, wenn man in den ersten beiden Ebenen keinen Schaden nimmt. Deswegen lasse ich da unten den Raum auch direkt mal liegen. Ja, und den Raum hatten wir gerade schon. Ach Mensch. Okay, da ist ein Benchpin. Und hier ist die eine große Hüpfespinne. So, das Häufchen machen wir kaputt, verziehen uns hier rein. Was kriegen wir? Das Rosary. Das finde ich cool. Faith Up und 3 blaue Herzen. Beides eine gute Sache. Faith Up vor allem, weil diese Faith-Räume, die man finden kann beim Mami und auch in den Geheimräumen, da liegen so tolle Sachen drin. Da gibt es wenig, was wirklich scheiße ist. Wie gesagt, ich könnte hier eigentlich rein. Ich habe eigentlich genug HP, aber ich lasse es. Hier auch ein relativ einfacher Boss. Eigentlich mag ich die Räume, aber ich würde gerne versuchen, das Basement Boy Achievement zu schaffen und damit was weiteres freizuschalten. Also mal sehen, ob das funktioniert. Das ist, manchmal nimmt man so ganz blöden Schaden und dann sagt man hinterher so, ah, wie blöd war denn das? Ach man. Ich hätte gerade gedacht, er wird sich selbst sprengen. Bei Pin ist es jetzt nicht so das Problem. Sprache und wurde fast getroffen. Ja, genau auf sowas habe ich gehofft. Nein! Wie schnell flog denn da gerade die Kugel? Wow. Gut. Pin ist trotzdem tot. Wir kriegen Stem Cells, ein HP-Upgrade. Jetzt nichts Besonderes, aber auch nicht scheiße. Und ich hätte gerade nochmal in den Raum reingehen können. Och, Mensch. Blöd. Egal. Weiter geht's. Wie gesagt, eigentlich wollen wir auch nur Isaac besiegen. Das Basement Boy wäre jetzt so eine Sache gewesen. Es wäre mal ganz schön, wenn man das mal irgendwann auf Band kriegt. Eine Münze, dafür benutze ich keine Bombe. Hier sieht das gleich schon ganz anders aus. So, erstmal ganz viel Geld. Was haben wir hier drin? Hm, 2 Bomben, die sich kaputt lachen. Was ich verstehen kann, weil dafür ein ganzes blaues Herz Schaden zu nehmen, ist ein bisschen blöd. Ein Schlüssel haben wir, das heißt Shop oder Itemraum. Schon gar nicht mehr so leichte Räume, die wir hier gerade kriegen im Keller 2. Also 2 von den fetten Spinnen sind, finde ich, gar nicht so leicht. Vor allem dazu noch Zombies. So, mögest du jetzt auch mal drauf gehen. Wunderbar, Goat-Hoof erhöht und Geschwindigkeit und Schaden, oder? Ja. Tolles Trinket. Noch schneller und ein bisschen mehr Schaden, das finde ich gut. Ah, verdammt. Mit Schaden genommen, aber ich wollte gerne das blaue Herz hier oben freisprengen und wir haben eine Bombe dazu bekommen, also war das blaue Herz Schaden jetzt vielleicht nicht unbedingt notwendig, aber jetzt auch nicht schrecklich. Es war zu verkraften, das wollte ich sagen. So. Was kann man sonst noch sagen? Wir haben kurz vor Halloween. Ich hatte eigentlich gesagt, dass ich
Speedboard. Noch mehr Geschwindigkeit und Shot Speed up. Nicht unbedingt das beste Item. Oh, Book of Revelations. Jupp, wir machen uns einen großen Meat Boy. Nehme ich, Momentchen, was gab's hier noch? Eine Karte, was haben wir? Hangman. Ja, wird vielleicht nochmal interessant werden. So, kriegen Famine natürlich, weil wir das Book of Revelations jetzt haben. Und da wir das in der ersten Ebene gefunden haben, ja, gut Schaden genommen. Ja, Famine, hast es mal. Nein! Nein! Oh, da bist du durch das... durch die Schüsse so ein bisschen durch die Gegend. Boah, Alter, wie schießt du? Famine! Du schockierst mich. Ich habe, glaube ich, gegen den Champion noch nicht oft gekämpft. Champion Famine? Nee. Nicht so wirklich. Wops, wops. Wops, 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 wops. Ach komm jetzt. Ist doch gut jetzt. Wunderbar. Ersten Cube. Blaues Herz dazu. Wunderbar. Ab nach unten. Ja, also wir haben ja jetzt in den ersten Ebenen das Book of Revelations aufgesammelt. Damit werden wir in jeder zweiten Ebene auf einen apokalyptischen Reiter treffen. Also auf jeden Fall alle vier... Boah, Junge. Blödes Spinnenviech. Auf jeden Fall alle apokalyptischen Reiter mitnehmen, wenn wir bis zur Kathedrale kommen. Das ist ganz cool, weil die apokalyptischen Reiter sind zwar jetzt nicht die leichtesten Bosse, vor allem Pestilenz auf der Ebene, finde ich, kann extrem schwer werden. Ganz im Gegensatz zu dir. Ein einzelner davon ist nämlich gar nicht so problematisch. Nach wie vor trotzdem seid ihr extrem nervig. Also ihr seid schon nervig, aber... Gerade hatten wir zwei davon in einem Raum, jetzt haben wir drei von den Knubbeln in einem Raum und die sind jetzt auf einmal... schwerer. Okay. Und den habe ich gerade komischerweise nicht getroffen. Und ja. Wir haben leider noch keine Pille bekommen. Isaacs Fork lasse ich liegen. Den Schadensraum hier unten nehme ich mit. No risk, no fun. Und eine Nullnummer. Okay. Sehr gut. Ohne das Rosarius wären wir jetzt schon arg schwierig. Also es wäre schon problematisch. Das ist ganz gut, dass wir vorhin noch ein Speed-Up bekommen haben. Wir haben zwar jetzt schon viel zu viel Speed-Up, aber oh, von diesen großen Spinnen, von diesen Mutterspinnen haben wir aber viel heute. Mensch, das ist ganz gut, dass wir ein Speed-Up bekommen haben, weil wir haben eins auf Speed durch den Goat-Hoof. Der fällt weg, sobald wir das Trinket tauschen. Und ich bin jetzt ein bisschen zu schnell. Für meinen Geschmack. Aber ich möchte schon recht schnell einen Char haben. Also ich mag so eine Maggie oder so, nervt mich da. Das ist schrecklich. So, das war der erste. Verdammt. Das war der zweite. Nein, warum habe ich mich da bewegt? Der hat voll um mich rumgeschossen. Och Mann. So, Book of Revelations. Und ein Bombenviech. Jawohl. Schneller als du, merkst du? Merkst du was? Und dann lasse ich mich... Das sind so blöde Treffer, die ich gerade kassiere. Das kann so böse ins Auge gehen, wenn ich weiter so blöde Treffer nehme. Ein Challenge-Raum. Ja, ihr könnt gerne da stehen bleiben, da kassiert ihr nämlich alle Treffer, die ich austeile. Oder da. Ist auch okay. So, eine Pille endlich. Luck up, sehr schön. Ich habe irgendwie noch nicht so wirklich gecheckt, wie viel diese Luck-Effekte wirklich ausmachen. Geld, oh, okay. Aber... Trotzdem, das Luck-Up ist auf jeden Fall, ist jetzt nicht so die perfekte Pille mit dem Lucky Foot, aber eine Health-Up oder so wäre schöner. Oder auch ein Tears-Up würde ich mich drüber freuen.
Wenn man sich das mal anguckt, das ist schon ein bisschen mickrig. Kann ja alles noch kommen. Eine Lackerpille zumindest schon mal ist was Handfestes, ne? Ist auch ganz schön, dass wir den Itemraum noch nicht aufgemacht haben, weil da könnten wir jetzt auch noch ein bisschen bessere Items finden. Aber ehrlich gesagt, ich merke keinen großen Unterschied, wenn man eine Lackabpille gefunden hat. Vielleicht ist das eher so ein... Super gemacht. Vielleicht eher so eine passive Sache. Wir haben immer noch den Hackman, fällt mir gerade auf. Da habe ich gerade einen mit dem Cube gekillt. Und wir werden hier gleich auf Pestilenz stoßen, was mir nicht so gefällt. Oh, ich würde jetzt gerne mal welche kaputt kriegen hier, hallo. Also das ist unserem Schaden angeht, das ist ja im Moment noch nicht feierlich, ne? Muss man ja, kann man ja nicht anders sagen. Köpfe. Also, was ich gerade schon gesagt habe, wir haben kurz vor Halloween, wir haben jetzt 2 Tage vor Halloween, um genau zu sein, jetzt endlich Köpfe, wow. Wir haben 2 Tage vor Halloween. Ich habe gesagt, dass ich in der Dawn of War Turnierzeit größtenteils Mario & Luigi Superstar Saga bringen werde, aber da habe ich im Moment gar nicht so Bock drauf, deswegen gibt es im Moment noch Isaac. Mal sehen, wie das die nächsten Tage wird. Isaac ist halt ein bisschen länger zum Aufnehmen, weil die Parts länger sind. Dafür muss ich ein bisschen komplizierter schneiden. Und das hier könnte interessant werden. Das hier ist nämlich die Radioactive Spider und ich nehme sie mit. Nein, die Mutant Spider meine ich, genau. Die gibt uns diesen Quadshot. Und dafür kann man Tiers abfinden und dann ist der Quadshot verdammt geil. Ich hoffe, das wird... Oh, Champion Pestilenz. Sehr gut. Kriegen wir jetzt nur Champion Reiter. Champion Pestilenz rennt mir gerade ein bisschen zu nah an mich ran, muss ich gestehen. Deswegen bin ich mal rübergegangen. So, also wir sehen, mit diesem Quadshot machen wir ein bisschen mehr Schaden, so was so Gegnern angeht. Jetzt ist Pestilenz umgekippt. Ich finde, wow, ich finde Pestilenz so erträglicher irgendwie. Ich finde die Champion Pestilenz leichter als die normale Pestilenz. Woran liegt das? So. Einzig Blöde ist, dass wir jetzt natürlich mit dem Quadshot relativ wenig Schadensoutput vom Cube haben. Ja, ich würde sagen, da oben könnte der Geheimraum sein. Da möchte ich doch nochmal eben gucken, weil Geheimräume können gute Sachen enthalten. So. Da ist er nicht. Wo ist er dann? Kann er neben dem Challenge-Raum liegen? Ich glaube, ne? Gehen wir mal gucken. Hopp. Kein Geheimraum. Okay. Dann sage ich Scheiß auf den Geheimraum. Ab nach unten. Katakomben 2 und direkt ein Challenge-Raum. Ja, wunderbar. Was haben wir hier? Ein blödes Trinket. Also meiner Meinung nach, also kein total beschissenes Trinket. Da konnte ich mich gerade irgendwie nicht bewegen. Da habe ich durchaus gemerkt, dass mir das da zum Verhängnis wird. Und irgendwie hat mein Spiel so ein bisschen rumgeleckt. Also die Liberty Cap ist jetzt kein total beschissenes Item, aber nicht so gut wie der Go-To in meinen Augen. Das 1 auf Schaden mit dem Quadshot ist mir schon recht wichtig. Unser Schaden müsste doch noch bei 3 liegen beim Quadshot, ne? Also, nur um es nochmal klarzustellen, wenn ich den Quadshot einsammle, verstärkt sich dadurch unser Schaden nicht. Aber da wir mehr Schüsse haben und mehr davon treffen, das hat man hier gerade sehr schön gesehen, machen wir insgesamt mehr Schaden. Ja, das 1 auf Schaden bleibt. Gut. Und nach dem nächsten Raum ist unser wunderbares Book of Revelations auch schon wieder einsatzbereit. Hi. Und hier finden wir ganz viel Geld. Oh, wirklich ganz viel Geld. So, wunderbar. Da habe ich gerade ein ganzes für ein halbes Herz eingesammelt. Wenn wir noch eine Münze finden, dann würde sich für mich auch der Shop lohnen. Oder aber ein Bettler. Oder aber eine Arcade. Ups. Ups. Wow. Ihr könnt da ja raus.
Shit! Ach, das ist so unnötig, so ein Treffer. Mann. Du schießt zweimal, ich schieß viermal. Wer von uns ist der Boss? Genau, ich bin der Boss. Ja, Wahrheitsung ist der Boss. Und ich war heute in Essen und habe mir Kontaktlinsen geholt. Für Halloween. Und werde damit ganz vielen Leuten ganz viel Angst machen. Ich bin ein riesen Halloween-Typ. Ich renne ja auch so ein bisschen industrial-mäßig rum und habe hier so einen Mundschutz-Gasmasken. Ähnliches Teil zu Hause. Ich hoffe auf Pillen. Pillen fände ich super. Haha. Boards of Steel finde ich super. Das finde ich nicht so super. Oh, ich habe gedacht, ich hätte den gerade schon eine Münze zugesteckt. Ja gut. Dann nehmen wir jetzt noch die Bomben mit. Haha, perfekt, das hätte ich geahnt. Und... den Bettler. Da. Treffer versenkt. Geil. Wow, was ist das? Tears up. Super. Nochmal Bord. Das war gerade cool. Eine Münze gegeben und direkt... oh, zwei Lackabhüllen. Cool. Nein! Was mache ich für einen Mist, ey? Also dreimal Lackab, einmal Tears up, zweimal Boards of Steel. Allein das jetzt schon wieder mit Kane, das ist einfach eine tolle Sache mit Kane. Also so ein Item wie Mums Körn, Coin Purse, das ist super. Oh, eine Bücherei gibt's da oben. Ich meine, wir haben das Book of Revelations. Ich weiß jetzt gerade nicht, was da drin liegen soll, was mich jetzt vom Hocker reißt. So, man merkt schon mit dem Tears Up, dass ich ein bisschen schneller schieße, finde ich. Ich finde, man merkt es schon. So, Itemraum. Harlequin Baby. Jop. Super Schussverstärkung für mich. Schießt das mit jedem Schuss von mir? Jo. Das heißt, der Quadshot halbiert unsere Schussrate, aber bei Familias wird die Schussrate beibehalten. Normalerweise schießen Familias ja meistens mit halber Schussgeschwindigkeit. Schon wieder so eine Sache, die jetzt an Terror-Click-LP rausgeht. Kannst mich gerne korrigieren, wenn ich jetzt was Falsches laber. Also, die meisten Familias schießen mit halber Tiersgeschwindigkeit. Und wenn ich den Quadshot einsammle, also den Mutant Spider... nein, den... ich weiß es gerade nicht, schon wieder vergessen, welches Item das war. Aber ich weiß, dass es diesen Quadshot macht. Wenn ich das einsammle, dann wird meine Schussrate halbiert. Die von den Ollen bleibt aber gleich. Oder einfach so. So, mit den ganzen blauen Herzen habe ich mir gedacht, ich spiele einfach ein bisschen runter. Zudem liegen hier ja auch noch einige blaue, einige rote Herzen rum. Und ich kriege gleich beim Boss noch rote Herzen. Also, finde ich, war das eine ganz gute Sache. Aus der Bücherei verspreche ich mir gerade nichts, was ich wirklich unbedingt haben will. Aber hier könnte der Geheimraum sein. Treffer. Das nehme ich doch glatt nochmal mit in der Hoffnung auf Pillen. Oder Geld. Geld wiederkriegen ist schon mal besser als kein Geld wiederkriegen. Ich kriege nur Geld von dem Teil, hallo? Oder ein rotes Herz.
Oder zwei Bomben. Ich will eine Pille. Gib mir Pillen. Ich will Pillen. Ich bin süchtig. Gib mir Pillen. Und schon rote Herzen, die ich nicht mehr aufsammeln kann. Super. Geld, was ich wieder kriege. Ein Schlüssel ist auch schön. Noch ein halbes rotes.